Heute feiern wir 5 Jahre Knack den Krebs Charity-Konzerte. Wie geht's dir dabei? Jetzt gut. Soundcheck ist durch, es hat alles gut geklappt. Ist immer so, die 8 Stunden davor ist immer ein bisschen stressig. Musik berührt die Seele und dadurch auch den Körper. Und ich glaube sogar, dass Musik auch heilen kann. Ich habe selber lange in der Stiftung gearbeitet, wo wir Musik in sozial benachteiligten Gebieten gearbeitet haben. Und habe jedes Mal gemerkt, wie Musik die Menschen berührt und verändert. Und ich glaube auch, durch die Berührung der Seele auch im Körper was verändert. Ohne dich, ohne dich, ohne dich neue Wege gehen, du wirst verstehen. Musik hilft, glaube ich, in allen Lebenslagen und heute ist es einfach so, dass man mit Musik auf dieses schwere Thema aufmerksam machen kann und Knack den Krebs an sich, der Slogan mit dem Krebs, das hat mir von Anfang an gefallen, weil das so eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, darstellt, also dass man mit einer gewissen Leichtigkeit an dieses Thema rangeht und heute können wir schön den Menschen einen schönen Abend bereiten. Es sind oft viele Schwestern aus dem UKE da, die heute abschalten können. Es sind betroffene Eltern da, wo das Kind geheilt ist oder noch nicht geheilt ist, die heute einfach so ein bisschen mal die schweren Alltagsgedanken beiseite lassen können. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Für dieses gute Ziel, Musik machen zu dürfen, ist quasi echt eine große Ehre, finde ich. Also ich finde, kannst du als Ehre bezeichnen, das dabei sein zu dürfen. Würde alles für dich geben, würde Berge bewegen. Die Leute waren einfach, die sind ja richtig mitgegangen. Was war für mich, alle mitgegrölt, mitgeschrien und in ruhigen Momenten waren auch ein paar geschlossene Augen dabei, war ganz schön. Meine Tante zum Beispiel ist daran gestorben und war eine Zeit, die intensiv war und auf beiden Seiten, weil wir müssen ja damit auch umgehen und das ist, irgendwie ihr beizustehen war gut, aber auch es war eine harte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich daran denke, schluckt man schon mal, würde ich sagen. Ich sehe deine Augen, wenn Lisa lacht. Ich sehe deine Augen, wenn sie den gleichen Scheiß wie wir machen. Ich sehe deine Augen. Ja, ich bin heute hierher gekommen, weil es eine große Sache ist und weil ich das einfach gerne unterstützen will. Ich unterstütze mehrere Sachen, die mit Krebs zu tun haben. Hier hat es mit Kindern zu tun und deswegen bin ich einfach hier. Das ist einfach wichtig und richtig. Ey, lass dich mal wieder treiben. Das Leben geht auch ohne Plan. Du musst nicht der Erste sein. Hauptsache, du kommst an. Wir halten sie hoch. Wir halten sie hoch. Wir halten sie hoch, wir halten sie. Musik hat schon immer verbunden, auch mit bösen Dingen, die auf der Welt passieren. Es gibt nichts Schöneres als Musik. Leute tragen Sofas aus ihrem Haus auf die Straßen und machen Wohnzimmer draus. Die Bräune löst die Gänsehaut ab und läuft leicht bekleidet durch eine laue Nacht. Denn es ist warm draußen vor deiner Tür. Also ich muss sagen, es war ein super tolles Publikum. Die haben so wahnsinnig gut zugehört. Und ich glaube, man spürt einfach, was für eine Energie heute in dem Raum einfach ist. Ne? Also es ist wie so ein liebevolles Festival mit den ganzen Künstlern heute Abend. Ja, und ich glaube, jeder hat irgendwie im näheren oder ferneren Bekanntenkreis mit Krebs zu tun. Und deswegen finde ich sowas wichtig, dass man sich damit beschäftigt und darauf aufmerksam macht. Und wir können halt Musik geben. Und deswegen haben wir heute Abend Musik gemacht.
Mit 16 habe ich mich in Anja verschossen und Anja war nicht interessiert. Ich habe ihr sogar zwei Lieder geschrieben und trotzdem ist nie was passiert. Hamburg kann ich ein bisschen mehr Mitleid bekommen. Was für eine schöne Veranstaltung, kann ich mal sagen. Ne? Also fantastische Leute, die sehr wohlwollend sind. Und man merkt die Energie im Raum, die positive Energie, weil alle wissen, wofür das Ganze stattfindet. Ne? Das ist echt toll. Also die Leute schätzen nicht nur die Musik, glaube ich, aus, sondern auch die Struktur dahinter. Also alles, was da im Hintergrund gerödelt wird, was eine Menge ist. Ne? Du bist die Stärkste auf der Welt, egal was sich dagegen stellt. Warst du deine Haltung gegen die Brandung wie ein Feld? Es war sehr emotional und einfach wunderschön, was soll ich sagen. Ich fand das unglaublich gut, wie man das aufgesetzt hat, welche Leute da waren, das Niveau ist tierisch. Geil, einfach geil. Ich bin nicht dich, ich bin nicht du und die sind ganz bestimmt nicht wir. Belassen wir es dabei, es wird schon funktionieren. Komm, wir feiern uns, ab heute jeden Tag. Komm, wir feiern uns, dunkle Zeiten abgehakt. Jetzt und hier, bleib ein Fan von dir. Komm, wir feiern uns mit jedem Wimpernschlag. Wir sagen Ciao, Dankeschön, knack den Krebs. Wir haben heute wieder einen schönen Tag erlebt. Also was geht, Leute, was geht ab mit Hamburg? Rap mit dem Shit, aber hofft uns das ganz gut. Wir hauen ab, wir ziehen weiter. Denn die ganze Scheiße geht leider den ganzen Tag weiter. Wir lieben den Mist, wir lieben die Musik. Danke für die Liebe, danke, dass es euch gibt. I got a feeling, whoa, I got a feeling, I got a feeling. Has anybody seen my baby? Cause I think he left me with a lie. And the only one that knows where he is, I should have done better. Das ist immer ein wunderbares Erlebnis, weil man merkt auch selber, selbst auch als Musiktherapeut, wie dieses wunderbare Medium, was ich da habe, auch in jeder Situation wirkt. Auch beim Konzert, live und ehrlich und draußen hier. Es ist eine super Stimmung, es ist einfach toll. Just as long as you stand by.